Yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane. It's quite go get it like me. Whoa. Please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah, 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 yeah. Whoa. Yeah, swear to God I'm with it. I don't see nobody in my lane. It's quite go get it like me. Whoa. Please don't be wasting my time with that business. Who you kidding, man? Yeah, 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 yeah. Say it gon' put me all in the mad with all that mad game you been talking. Oh yeah, man, that's awesome. Yeah, 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 yeah. Show me this plan that you brought me and this cash you ain't mentioned. Yeah, dog, I'm done with all that talking. Yeah, 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 yeah. No, I don't do pay to play. I get paid to play. And since you're playing games to get paid for me, man, swear to God, I'm walking. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt gerade in dem Porn Marius S4 Limousine gesehen. Derjenige weiß von diesem Video hier gerade gar nichts. Deswegen muss ich jetzt das Intro machen ohne ihn und muss euch kurz ein bisschen was zum Auto erzählen. Diese Limo hat Marius seit 2-3 Jahren, weiß ich gar nicht so genau, steht jetzt leider schon seit einem Jahr zerlegt, weil ihm ist ein Pleuel abgerissen und somit ist Motor breit. Wir hatten relativ wenig Zeit für das Auto über den Winter, eigentlich sollte es schon lange wieder laufen, hat leider nicht geklappt durch diverse Gründe. Und ihr habt in dem Porn gerade, ich sag jetzt mal, die letzte Waschung gesehen. Nachdem wir den Motor ausgebaut haben, haben wir das Auto einmal auf den Trailer gepackt und gewaschen. Das heißt, selbst in dem Video mit den dicken Winterjacken war das Auto schon zerlegt. Und jetzt geht es endlich weiter. Björn ist mit dem Motor vorangekommen. Wir bauen auch für dieses Auto einen ganz coolen Motor. Aber mehr will ich erstmal nicht verraten. Das seht ihr nämlich jetzt. Und wenn Marius das sieht, viel Spaß bei deinem eigenen Motor. So, und schon sind wir bei Björn in Dortmund wieder angekommen. Ganz kurz vorab, ihr seht hier hinter mir meinen fertigen Block. Ja. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, RS4 Limo ist einfach nur wieder ein standardmäßiger RS4 Block, hat Björn fertig gemacht, ist einfach nur ein originaler Block, gebohrt, gehohnt, geplant, Lagerböcke rein, das ganze alte Zeug reingeschmissen. Ja. Haben wir irgendwas neu gemacht? Nee. Nein, das ist gleich wie 2018. Einfach alles rein, nur frisch und so weiter. Ne? Genau, jetzt Zündung runtergehen, ne? Nicht übertreiben, aber das können wir. Aber wir hatten ja auch gesagt, Verdichtung ist leider ein bisschen weniger, ne? Ja, gut. Okay, der Block ist auf jeden Fall fertig. Der ist jetzt, ich sag mal, Zustand neu, ne? Kann man so sagen, ja. Eigentlich. Das heißt, mit der geänderten Kolbengeometrie auch. Ja. Das hat der Jürgen ja noch geändert. Das heißt, den kann ich jetzt einfach wieder zusammenbauen, einbauen und so weiter. Ja. Da wird es nicht wundern, wenn der Kompressor öfter mal anspringt, ist halt eine Werkstatt, ist halt so. Ne? Da wird es kein Video zu geben, weil ist einfach uninteressant, haben wir schon gezeigt. Wir werden uns in Zukunft mehr mit dem Race-Motor befassen. Deswegen, der Motor wird jetzt einfach von mir wieder zusammengebaut. Könnt ihr euch angucken und so weiter. Ja, ich denke mal, ich werde bei Instagram so ein paar Sachen dazu sagen und zeigen. So könnt ihr das auf jeden Fall nachvollziehen. Da fällt mir gerade ein, hast du eigentlich nichts zu hören? Immer noch nicht, ne? Nein, noch nicht. Habe dann. Würde ich gerne machen. Das Witzige bei Björn ist, der sagt immer, ich soll einen Instagram-Account machen. Mache ich vielleicht auch. Ja. Also, wir blenden jetzt hier mal kurz einen imaginären Namen ein. Ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr unter diesem Namen dann wirklich einen Account findet, dann hat Björn endlich Instagram. Ja. Das ist allerdings mit ein bisschen Arbeit verbunden, ne? Ja. Gut, aber eigentlich kann ich doch einfach nur Fotos machen von dem, was ich so tagtäglich mache. Kurz Kommentar runterschreiben von mir und posten und fertig. Theoretisch geht das. Du musst es dann halt auch tagtäglich so ein bisschen machen, ne? Ja, das schaffe ich. Wenn es nicht so aufwendig ist, sag mal. Wäre auf jeden Fall mit Sicherheit interessant für euch, ne? Weil ist ja schon jede Menge cooles Zeug dabei, ne? Ja, das stimmt. Okay. Ja, so. Also, meine Aufgabe, also Björn Instagram-Account machen. Heute sind wir aber eigentlich wegen was anderem da. Ihr habt gerade gesehen, Marius Auto, S4 Limo. Da bauen wir mal so ein bisschen anderen Motor für, ne? Ja, kann man so sagen. Eigentlich so ein Motor, wie viele Leute bauen wollen, die eben nicht das volle Programm haben wollen, die, weiß nicht, 600, 700, 800 PS ungefähr haben und ein S4, weil ein RS4 ist ja relativ selten, S4-Blöcke gibt es viele. Mhm. Und dann war die Frage, was sollte man am besten damit machen, hast du mich gefragt. Genau, das heißt, wir steigen mal da ein. Das Ganze wird nicht jetzt
alles, was geht, sondern ist halt wirklich mal für den normalen Menschen eine bezahlbare Lösung, sag ich ja. jetzt mal. Ne? Ja. Ist zwar schon vernünftig und gut, aber halt nun mal nicht für 1200 PS. Ne? Nein, das nicht. Das. Wir steigen mal ganz am Anfang ein, was sich viele fragen werden, wo ist überhaupt der Unterschied zwischen einem S4 und einem RS4 Block? Beides 2,7 Liter, V6, gleiche Bohrung, gleicher Hub. Ja. Praktisch, allerdings sagt man ja immer, die S4 Blöcke können nicht so viel ab. Ich persönlich habe einen S4 Block noch nie kaputt bekommen. Kenne auch keinen, der ihn kaputt bekommen hat. In Amiland gehen da so Gerüchte rum, dass die reihenweise die Blöcke kaputt bekommen, ne? Aber da weißt du halt auch nicht, was die so machen mit den Blöcken. Also ich hatte schon Kunden gehabt, die einen S4 Block hatten, wo die Welle einfach am Boden lag. Einfach rausgefallen ist. Einfach rausgefallen ist, die Hauptlage einfach durchgebrochen sind und ja. Okay, was denkst du, woran das lag? Das liegt, wenn du mal einmal da die Hauptlager zeigst, da kann ich euch den Vergleich dazu zeigen. Warte, das hier zum Beispiel und das andere. Das ist zum Beispiel. Ah. Das ist ein S4 Hauptlagerbock. Und daneben ist der RS4 Hauptlagerbock. Man sieht schon mal, dass der RS4 hier eine Versteifung drauf hat. Und zusätzlich sind sie aus einem anderen Material gefertigt. Das ist hier Guss. Und das ist sogenannte Stahlguss. Das ist ja sehr, sehr stabil, hält eigentlich ganz viel aus. Das haben sie bei dem RS4 einfach anders gemacht. Okay, also S4, RS4, beide doppelt verschraubt immerhin schon mal, ne? Ja, die Bohrungen sind auch alle gleich. Das ist interessant. So fragen mich viele, ja, kann ich denn keine RS4-Böcke darunter machen? Geht nicht, weil die Böcke sind natürlich im Werk Rohlinge drunter geschraubt, passend gebohrt, gehohnt und passt nur mit dem einen Block zusammen. Und dann kommt auch noch dazu, dass du selbst die RS4-Böcke ja nicht einzeln kaufen kannst. Ja. Somit ist das theoretisch auch hinfällig. Wobei, du hast so viel kaputt gemacht, jetzt wären wieder viele am Markt von... Okay. Ja, auf jeden Fall gibt es da die Variante. Und zwar genauso wie bei deinem Motor als Verstärkung. Man nimmt die The Tuner Stahlböcke. Die passen beim RS4 und beim S4. Und das ist die Lösung. Sind das die gleichen für S4 und S4? Genau, sind genau gleich. Das ist das Schöne dabei. Das ist die Lösung, um so einen Block zu verstärken, um dann 800 PS fahren zu können, ohne dass man Gefahr hat, dass da etwas durchbricht. Okay. Ja. Noch kurz zu The Tuner. The Tuner, Andreas aus Österreich, baut haufenweise Zeugs für RS4. Also solltet ihr ihn nicht kennen, aber RS4-Fan sein, guckt mal auf seine Seite. Der hat wirklich mittlerweile ja alles querbeet, ne? Ja, baut mir auch die Hauptlager für die 1.8Ts, die hohen mit den Platten drunter, weil einfach vernünftiges Material, was man sonst nicht bekommt. Okay, da kommen jetzt hier diese Hauptlagerböcke her. Ich befürchte, so wie du gerade schon sagtest, die können wir natürlich dann auch meistens nur für einen Motor nehmen. Ne? Also das ist jetzt nicht was man sich einmal kauft und zur Not auf den nächsten Motor steckt? Nein, das geht nicht. Die wird dann passend gebohrt, es wird an dem Block ausgerichtet, zeige ich dir gleich, und dann wird es gebohrt und dann passen sie wirklich nur an dem einen. Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall schon mal, was wir gleich auf jeden Fall im Video zeigen werden, wie wir diese Lagergasse passend machen. Das heißt, einfach anstecken würde definitiv nicht funktionieren. Nein. Okay. Diesen halben Millimeter Untermaß, das heißt... Ah, mit Absicht. Ja, dass man das Material hat, damit man es bohren kann. Wenn man sie diesen halben Millimeter nicht machen würde, würde es trotzdem aufs Hundertstel genau nicht fluchtig sein und passen. Nein, weil jeder Block ist genauso gefertigt worden. Diese Bohrung ist kleiner und im Werk wurde dann, wenn es verschraubt ist, in einem durchgebohrt. Weil sonst trifft man nie die Flucht. Die wie mit Nockenwellendeckeln, Pleueldeckeln, immer die gleich. Die obere Bohrung dazu, ist die ab Werk auch schon kleiner und wird damit durchgebohrt? Ja, natürlich, aber wir haben natürlich das Originalmaß und müssen sozusagen, wenn wir bohren, nur aus dem Stahl rausnehmen und nicht in der Blockseite nehmen. Weil sonst würden wir es zu groß machen, kaputt machen. Mhm. Ja. Okay, verstehe. Ja, also eine große Änderung am S4-Block sind die Böcke. Das ist eine Sache. Und dann erklär jetzt doch mal, was du sagen würdest, was auch ein ich sag jetzt mal so in Anführungsstrichen, so ein Low-Budget-Setup ist. Ja. Was wir jetzt in dem Fall für Marios Motor hier verbauen. Ja, ich muss ja dazu sagen, dass der Motor ja eigentlich schon fast fertig war. Ich habe dich, das ist ja schon über ein Jahr her, glaube ich, wo wir angefangen haben damit. Ich habe den Block schon fast fertig,
Normalerweise wäre der gar nicht lackiert, wäre der noch gar nicht geplant gebohrt mit dem Böcken. Ich habe dich gefragt mit dem Böcken, nein, 500 PS, wie es ja immer ist, aber ich wusste es eigentlich schon, dass es nicht ausreichen wird. Deswegen machen wir das jetzt eigentlich am falschen Punkt, wo wir die reinsetzen. Das macht ein bisschen mehr Arbeit, aber trotzdem geht es. Ich habe den Block schon. Wenn ich das normalerweise mache, kriege ich so einen Block. Ich packe in den Säurebad, dass der erstmal rost- und farbfrei ist, weil gerade S4-Blöcke sehen auch schlimm aus. Und dann empfehle ich bei den meisten zu planen, die Zylinder nachzuholen. Wenn die Kolben in Ordnung sind, dann benutzt man die originalen S4 oder RS4 Kolben. Wie in dem Fall haben wir sie auch genommen. Die RS4 Kolben, hattest du noch welche? Mhm. Die haben wir in dem Fall, weil der Zylinder war zu stark verschlissen, haben wir den aufs Maß geholt und haben die Kolben bei Picotec nachbeschichten lassen, dass das Spiel wieder passt. Ist aber theoretisch nicht notwendig. Genau. Nur wenn es sein muss. Ja, wenn man irgendwann ein gewisses Spiel überschreitet. Lustigerweise sind sie sehr, sehr tolerant mit zu viel Spiel. Selbst bei einem Zehntel Spiel klappern diese Kolben noch nicht. Deswegen, im Normalfall, wenn der Kolben okay ist, wenn die Ringknute nicht verschlissen sind, wenn die Zylinder keine starken Riefen haben, nehmen wir die sogenannte Klobürste, wie ich es auch beim VR6 gemacht habe, und kommen nur neue Kolben drauf. Das ist wichtig. Ja, planen empfehle ich immer. Gibt es einen Unterschied zwischen S4 und RS4-Kolben? Ja, die sind auch schon wieder von der Stärke hier anders. Und der Kolbenbolzen ist auch noch ein klein bisschen, ich glaube, dickwandiger vom RS4. Okay, also es lohnt sich schon dann eher einen gebrauchten RS4-Kolben sich zu suchen. Genau. Den kannst du auch weiter ausdrehen. Das stimmt, haben wir schon gemacht. Soweit, wir kommen damit, glaube ich, auf eine Verdichtung von 8,4, glaube ich. Mhm. Ja. Okay, wir wollen heute auch mal ein bisschen auf Thema Kosten bei sowas eingehen, weil es mit Sicherheit viele S4-Fahrer gibt, die sich sowas auch wünschen. Erstmal unsere Variante. RS4-Kolben, sag ich jetzt mal einfach aus dem Bauch heraus, werdet ihr bekommen für bei eBay Kleinanzeigen meistens für 200-300 €. Ja. So. Die sind natürlich alle, ich sag mal zu 80-90% werden die im Arsch sein. Also im Arsch im Sinne von, die werden alle schon so ein bisschen riefig sein und so weiter. Ja. Was allerdings nicht schlimm ist, weil wenn ihr die Kolben beschichtet, sind jegliche Riefen und so weiter weg. Das stimmt. Was kostet die Beschichtung pro Kolben? Die Beschichtung bei Picotec zwischen 70 und 80 Euro pro Kolben, also relativ viel. Es ist so ein bisschen so ein Rechenbeispiel. Ab einem gewissen Punkt behaupte ich ja, ist es sinnvoller, einfach Übermaßkolben zu nehmen. Gerade wenn, finde ich, wenn die Kolben zu stark verschlissen sind, dann ist das Gesamtpaket. Das lohnt sich dann nicht. Aber 70 bis 80 Euro Kolben beschichten, nachholen pro Zylinder 40 Euro, Kolben ausdrehen für die Verdichtung mit den Ringzonen, hier diese Einstechung am Rand. Die ist original die, auch nicht? Die ist auch nicht, nein. Okay. 50 Euro und neue Kolbenringe drauf machen auch nochmal 50 Euro. Also sauber machen. Pro Kolben, pro alles Kolben, pro Zylinder. Genau, dann muss man sich das durchrechnen, ob man... Dann haben wir einen 2,7 Liter Motor, der ungefähr von der Verdichtung bei... 8,4, 8,5 beim S4. Mit Serienkopfdichtung. Mit Serienkopfdichtung, genau. Okay, das heißt, da spart man sich dann aber immer das teure Geld für die dicken Kopfdichtung. Ja. Ne? Würdest, wenn wir jetzt allerdings ein, angenommen wir kaufen einen handelsüblichen Viseco JE, was für Kolben, wie auch immer... Ja. Gehen die denn mit dem Standardmaß noch in einen verschlissenen Zylinder rein oder fängst du dann da auch an, die zu beschichten? Das würde ich nicht machen. Wenn man ein Übermaßkolben mit 81,5, 82, würde ich definitiv dann bohren, holen empfehlen. Okay, das heißt, egal welchen Zubehörkolben man kauft, dann muss auf jeden Fall gebohrt werden. Also nur mit Flex hohnen, nachhohnen, der Zylinder 120 Euro. Auf der Maschine aufs Maß hohen 240 Euro. Bloß bohren? Nein, dann braucht man nicht mehr bohren. Nee, achso, okay. Aber wenn du. Und wenn du einen Übermaßkolben hast, dann ist es um die. Der Preis einzeln so um die 400 Euro herum. Ist so ein bisschen Rechenbeispiel. Mit Hohen am Ende oder ohne? Mit Hohen natürlich. Immer Bohren, Hohen ist ein Paket. Eigentlich planen, Bohren, Hohen. Okay, das heißt, es gibt halt mal wieder wie immer zwei Varianten. Ja. Variante 1 ist halt einen RS4-Kolben nehmen. Das heißt, mit einem S4-Kolben würde sich sowas natürlich gar nicht lohnen. Da würde man dann schon auf jeden Fall eher einen RS4-Kolben irgendwo besorgen. Ja, natürlich, wenn einer wirklich nur 500 PS haben möchte, dann kann er überlegen, ob er nicht den S4 ein bisschen aber ausdrückt. Dann fängt man ja auch nicht an mit Lagerbrücken und so weiter. Ne? Weil ich mache das ja nur als Service, als Dienstleistung. Ich berate ein bisschen bei dem Motor, weil ich ein bisschen Erfahrung da mit dem habe, was man vernünftigerweise machen kann. Der alles entscheidende Punkt wird jetzt am Ende sein, welcher Kolben ist besser? Würdest du sagen, dass dieses, also angenommen, wir haben das Setup,
beschichtet, ausgedreht, ja, gegenüber einem Serien-JE wie Seco-Kolben und so weiter? Sind eigentlich gleichwertig. Gleichwertig? Ja, JE bin ich ja nicht so ein Freund von, Viseco funktioniert gut. Mhm. Ein gebrauchter Kolben hat oft, dass die Ringknoten hier oben ausgeschlagen sind, mhm, und dass selbst mit neuen Ringen die Ringe in der Nut schon wackeln, mhm, und dementsprechend verbraucht der dann trotz neuen Ringen schon ein bisschen Öl. Und das ist, dann ist für mich immer ein K.O.-Kriterium, egal wie toll der vielleicht noch aussieht, aber wenn der verschlissen ist, die Ringknuten, dann würde ich es nicht machen. Ich kann auf jeden Fall sagen, vor dem Wörthersee habe ich ja noch schnell so einen Motor zusammengeschustert, ja, wo du zum Glück warst ja nicht dabei, dass sie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Mhm. Aber er hat funktioniert, das war ein Standard RS4-Block. Ja. Einfach nur, also mit dem Kolben, nur meine Pleu rein, Abfahrt. Ja. Keine Kolbenringe neu gemacht, gar nichts. Du hast mir auch Fotos geschickt, die Zylinder waren ja auch noch gut. Genau, das sah noch richtig gut aus. Wir haben uns dann entschieden, wir machen da gar nichts dran. Obwohl der auch schon 200.000 Kilometer gelaufen hat. Also das war jetzt nicht ein Motor, der nur 30.000 Kilometer gelaufen hat. Dann braucht es auch keinen Kolbenring-Stoßspiel einstellen, weil es war definitiv schon größer. Genau, ja, so einfach reingeklatscht, fertig. Und der Motor war mal einer der seltenen Motoren, den habe ich komplett heile wieder ausgebaut. Und hat immerhin, ich glaube, so 500, 600, 700 Kilometer bekommen. Ja. Rein am Wörthersee, Anhänger hin, dort nur rumgeballert und wieder zurück. Ja. Und zum Schluss, also was heißt zum Schluss, ich bin eigentlich durchgehend so, der hat dann so 2,2, 2,3 bar gemacht. Ja. Ich bin die alte Zündung gefahren, die den Motor kaputt gemacht hat. Da haben wir rein gar nichts dran geändert eigentlich, ne? Natürlich viel, viel weniger Druck und gleiche Drehzahl, 8.500 drin. Ja gut, okay. So, ne? Ja. Alles funktioniert, ist nichts abgerissen und so weiter. Also ich sage auch, der Kolben kann was. Ja. So, und meine waren nicht ausgedreht, deswegen musste ich so eine extrem dicke Dichtung zwischen machen. Wie war es mit dem Zahnriemen drauf machen? Extrem scheiße. Also ich kann nur jedem empfehlen, bevor ihr, lasst auf jeden Fall den Kolben ausdrehen, dass ihr nicht diese dicke Kopfdichtung fahren müsst, um mit der Fältchen runterzukommen. Ne? Ja. Weil man vergisst immer, das ist ein V-Motor. In dem Moment, wenn hier auch nur ein Millimeter dickere Kopfdichtung draufkommt, gehen die Köpfe mindestens ein Millimeter weiter auseinander. Das heißt, es passt gar nichts mehr. Ja. Weder die Ansaugbrücke passt vernünftig drauf, noch der Zahnriemen passt drauf. Und so weiter. Und für die Klasse würde ich behaupten, Kupferringe, O-Ringe sind nicht notwendig. Mhm. Du bist ja auch ohne gefahren. Ich bin bis 1000 PS ohne gefahren. Okay, ich hätte jetzt so 800 gesagt. Nee, würde ich. Aber in dem Normalfall, ich biete es zwar an für Leute, die es gerne haben möchten, aber ich würde es für die Version nicht machen. Wir sind bis 1000 PS ohne gefahren. Mhm. Und dazu kam aber auch noch, wir sind dann immer noch die normalen ARP-Stehbolzen gefahren. Ja. So, ne? Also ich sag mal, ich glaube, mit vernünftigen Kopfstehbolzen wirst du 1000 PS erstmal ohne hinbekommen und dann wird es irgendwann kritisch. Okay, cool. Dann klar, Haarschaftpleu ist eh klar, brauchen wir nicht viel zu sagen, haben wir in allen Videos schon gezeigt. Auch da möchte ich nochmal zusagen, ich persönlich bin in meinem RS4-Motor genau 1:1 das gleiche Pleu gefahren. Was würdest du aus dem Bauch heraus sagen mit der Zündung? 2,2, 2,3 bar und nach relativ hohen Verdichtungen. Mein Bauchgefühl sagt mir, das Ding wird auf jeden Fall 900 PS gehabt haben. Sage ich definitiv. Ja. So der 2,7er Motor, weil es fuhr auch richtig gut und ich weiß noch, mit derselben Zündung und 1,9 bar auf dem 3 Liter Motor waren es schon 950 PS. Ja. So, ne? Mhm. Und das war noch nicht mit den krassen Nockenwellen, das war noch mit den Hyrowellen. Okay, aber die waren ja sowieso schon. Die waren krass. Genau, anders, deswegen sage ich, 900 oder 1000 PS mit dem Ploy auch kein Problem. Ja. Kann man machen. Einziger Unterschied, wieso ich ein bisschen meine Autoverdis bevorzuge, ist, die Ploy-Buchse ist nur 21 und sie ist schmaler, das heißt, es wird nicht so lange halten. Mhm. Der Verschleiß wird gerade in deinen Leistungsklassen sehr hoch sein und dann wird das relativ schnell wackeln. Und natürlich die kleineren Schrauben. Ja, genau. So, ne? Wobei mit einer, wenn du ein 2,7, das ist ja jetzt die RS4-Welle gehabt, 8,5 gedreht, mit der 3-Liter-Welle könnte es langsam problematisch werden mit den dünnen Schrauben. Gerade auch, ich habe jetzt natürlich keine Beschleunigungsorgien bis 300, 8,5 stehen lassen, so ungefähr. Mhm. Ne? So, das hätte ich dann auch nicht gebracht. Ja. Ja, wobei doch, ich hätte es trotzdem gemacht, aber ja. Geht ja in Österreich nicht, um es so zu sagen. Ne? Ich fasse nochmal zusammen. Das haben wir. Thema Pleuellager. Bei ODM Fallen. Ja. Gibt keine Schmutterlager mehr. Ja. Theoretisch, S4-Lager passen ja eh nicht, weil die Pleuel sind ja mit Absicht für RS4-Lager. Ja. Viele nehmen Lagerschalen vom VR6. Passen auch nicht so richtig. Passt nicht, weil? Die Nase ist zu breit. Die Haltenase von der Lagerschale ist ein bisschen zu breit.
Das heißt, maßhaltig würde sie passen vom Durchmesser? Bei dir nutzen wir VR6, aber wir lassen die Autoverdis auch passend dafür fertigen. Okay, das heißt, Plug and Play passen definitiv VR6, R32 Lager und so weiter nicht da rein? Nein. So. Ich nehme gerne die Lager. Das sind aus einem modernen V8 Turbomotor von Audi. Dreistofflager oder eine Art Spatterlager, beidseitig gleich. Oben und unten die gleichen? Gleichen, sind die gleichen, oben und unten. Wir haben sie schon öfters verbaut. Sie funktionieren. Sie sind sehr maßhaltig, so extrem gut maßhaltig. Man sieht auch, wie oft hier Messspuren im Werk sind. Ich wollte gerade sagen, das sind keine Riefen oder Kratzer. Da wurde tatsächlich irgendwie per Laser oder irgendwie sowas gemessen. So ein Taster, so ein kleiner Rubin vielleicht, Tastkopf, der da abfährt und dann die Wandstärke. Weil diese haben auch eine ganz interessante Ovalität, sehr stark oval. Mir gefallen sie, sehr gut gefallen sie. Deswegen würde ich für den VR6 immer die nehmen. Haben wir gar nicht drüber nachgedacht bei meinen VR6 Motoren, ne? Dass wir auch so eins einmal reinschicken können. Aber VR6 gesagt, Entschuldigung. Ich wollte sagen, für ein RS4. Du hast mich so mit VR6 in letzter Zeit wahnsinnig gemacht. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Passen diese Schalen andersrum in VR6 oder ist er dann zu schmal und klappert? Nein. Also zu schmal von der Nut her, ne? Weißt nein, du? Die klappern nicht, aber man müsste sie in der Nut ausrichten. Ne, weil man kann natürlich sie dann einen halben Millimeter hin und her schieben. Meinst du, die bewegt sich nicht im Betrieb? Wie sollte sich die bewegen? Diese Nase hat gar keine Bedeutung für den Betrieb. Die ist nur eine reine Montagehilfe, dass die Leute sie in diese Position reinpacken, okay, damit diese nicht hier so 3 Millimeter an der Seite rausgucken. Ja. Das heißt, ohne die Nase könnte die Schale nicht seitlich rausfallen. Also sie würde nicht zur Seite wandern, wenn da keine Nase wäre, weil sie einfach so vorgespannt ist da drin. Heute hast du wieder was Neues gelernt. Sie ist so vorgespannt, dass sich eine Lagerschale hält nur durch die Flächenpressung innen drin. Und die ist ja größer gefertigt. Wenn man die einbaut, sieht man ja, dass die Millimeter rausguckt. Und die wird sozusagen so gespannt. Diese Nase ist ausschließlich dafür da, dass sie in dieser Position beim schon Einbau da ist. Ja, ja, sehr schön. Okay, was kostet so eine Schale? Der Satz 350 Euro. 12 Stück. 12 Stück, genau. Also ungefähr 30 Euro pro Schale. Ja. Pi mal Daumen. Ja. Okay. Kann man bei mir beziehen oder bei TTD, glaube ich, der hat. Okay. Hauptlager? Hauptlager, Originale. Kann man auch irgendwie Zubehör nehmen oder immer Original? Leider sind die Glykolager entfallen, die wir immer genommen haben, die mehreren Bohrungen drin hatten. Leider sind die entfallen. Ich muss mal suchen, ob ich einen anderen Hersteller noch finde. Ich nehme sehr gerne KS oder Glyko. Die Originallager tun es aber auch. Tja, Also. Kurbelwelle kann logischerweise original bleiben. Kurbelwelle bleibt original. Ich werde sie wuchten. Das ist die Frage immer. Ich fahre doch nur 400, 500 PS. Und wir werden es dann sehen, nicht heute, nächstes Mal, wenn ich diese Meistergewichte für diese Kombination berechnet habe, an die Kurbelwelle packe und ich lasse sie drehen und die zeigt mir dann auf einmal 10 Gramm Unwucht an den, so versetzt an, dann weiß ich, die Unwucht ist da. Und das ist der von der Leistung vollkommen egal. Die Kurbelwelle würde an sich nicht gerade laufen, weil eben das Pleuel-Kolbengewicht sich so stark geändert hat. Deswegen ist es für mich immer komplett unabhängig von der Leistung, sondern eher die Gewichte. Das ist das Entscheidende. Man kann mit einem Serienmotor natürlich von den Toleranzen weniger gehen. Also man hat höhere Toleranzen. Aber gewuchtet sind Originalwellen auch immer. Okay, das heißt, du empfiehlst natürlich das Wuchten? Ja, ich empfehle, die Pleuelstangen einmal zu winkeln, Maße zu kontrollieren, Lagerspiele zu messen. Wir haben genau das gleiche beim V6 gemacht, deinem Lieblingsmotor, mit Video. Auch, glaube ich, eins der beliebtesten Videos, über 200.000 Aufrufe. Also es scheint wirklich die Leute zu interessieren. Da haben wir genau dieses Paket gemacht. Ne? Okay, ja. Pleuel anpassen. Lagerspiegel anpassen, richten, wuchten. Weil ich sag nochmal, diese Pleuel-Grundbohrung ist original toleriert auf einem zwischen so 56,80 bis 56,82 mm. Also 0,02 mm Toleranz. Die ist aber auch immer passend sozusagen zu der Kurbelwelle. Man nimmt nur größere Grundbohrung, wenn die Welle auch größer ist. Wir könnten in dem Fall Pech haben,
die kleinste Welle von der Toleranz, die größte Grundbohrung von der Toleranz und schon hat man auf einmal 800 Ploy-Lagerspiel. Deswegen empfehle ich immer, wenn man gerade irgendwas ändert, empfehle ich das, mindestens das Ploy-Lagerspiel zu kontrollieren und wenn man das nicht machen möchte, Plastik-Gauge kaufen, diese Wachsstreifen und dann kurz bevor der Montage zu Hause, wenn man es selber macht, das nochmal kontrollieren, weil Lagerspiel ist wichtig. Okay. Das heißt, wir haben mal wieder zwei Varianten. Variante 1 ist, so wie es hier ist, ohne Wuchtung, um nochmal einmal so auf diesen Kostenpunkt einzugehen. Ne? Ja. Er wird diesen kompletten Block einfach nur anliefern und ihn natürlich wieder zerlegt abholen, weil Montage ist nicht. Ja, das ist genauso wie mit dem Säurebad. Es kostet 600 Euro, das Entlacken, Entrosten und nachher das Neulackieren. Wenn ich es montieren soll, ist das Pflicht, weil ich keine Lust habe, dass in den Kanälen irgendwelche Reste drin sind. Da wird es jetzt schon interessant. Okay, also du würdest doch noch solche Blöcke auch montieren? Wenn es VW Audis ist. Wenn es ist. Ja, ja, also wir reden jetzt, wir reden heute, reden wir einfach nur von dem S4-Block. Das werde ich machen. Ich lasse mir zwar unterschreiben, dass ich keine Gewährleistung, Garantie auf diese angelieferten Teile gebe, auch nicht auf die Kolben, ob die halten. Grundsätzlich mache ich ja nur Motoren für den Motorsport und ich möchte dafür keine Gewährleistung geben, dass der jetzt 800 PS kann. Ich kann das einfach nicht mehr geben. Aber dann wiederum muss der Kunde auch wuchten. Dann, Spiele kontrollieren, Pleuel kontrollieren und so weiter. Genau, weil dann weiß ich, so die Kombination läuft. Okay. Der Kunde hat aber die freie Wahl, er kann zu mir hinkommen und sagen, ich will aber nur geplant haben, gehont haben und die Hauptlagergas gemacht haben. Dann mache ich das. Okay, das heißt, Fall Nummer 1, ich baue es alles selber zusammen und will nur die ganze Bearbeitung machen. Dann kann ich mir A überlegen, ob ich es im Säurebad haben will und auch gereinigt haben will oder auch nicht. Genau. Das kann ich mir in dem Fall dann selbst überlegen und kann es dann halt selber zusammenstecken. Genau. Ob er von mir Kolbenringe haben möchte, ob er ausgerät haben möchte oder ob er doch lieber dicke. Das ist alles so. Ich würde sagen, wenn Leute dafür Interesse haben, sollen sie mir schreiben. Ich schicke relativ schnell die Angebote raus, immer die individuellen. Und wie du, ich habe sie mal für dich einfach mal ausgedruckt. Es gibt dann hier einfach so Position Option. Option Motorblock im Säurebad, Rost und farbfrei ätzen, neu lackieren, Froschtopfen erneuern oder Block Nut, das sind die oben die Ränge reinpacken. Okay, ich fasse zusammen. Dieser Block, so wie er hier steht, wäre mit allen Bearbeitungen ohne Kurbelwelle wuchten. Genau. Das kommt noch extra und auch ohne das Säurebad und so weiter. Wären wir bei 2.500 Euro ungefähr. Genau, inklusive den Stahlhauptlager. Ja, genau. Ne? Die inklusive werden dann von alles, mir geliefert. Alles, was jetzt hier auf dem. Na, nicht ganz. Die Lagerschalen nicht? Ich, ne? Die Lagerschalen nicht, die Stehbolzen nicht. Leute sollen am besten mich anschreiben. Und das ich ist halt immer ein individuelles Angebot. Wenn du Fragen hast zu einzelnen Preisen, kann ich das gerne geben. Wie zum Beispiel die Böcke, 650 kosten die. Das Anpassen an den Block, 600 Euro kostet es. Ja. Nur aber damit die Leute so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, ihr liefert an einfach nur ein RS4-Kolben und passend dazu noch die Stehbolzen für die Hauptlager. Da könnt ihr entweder ARP oder Pro Series nehmen, ist euch frei überlassen. Dann seid ihr so Pi mal Daumen bei 2,5 brutto. Für den einen oder anderen Gewerbekunden ist es natürlich dann gleich nur deutlich weniger netto. Ja. Bekommt aber eigentlich ein Block- oder Rumpfmotor, ist ja in dem Fall schon ein Rumpfmotor, der immerhin 800 PS auf jeden Fall. Ja. Jetzt kommt extra Fall Nummer 1. Kunde möchte das Ganze im Säurebad haben, weil er es von dir zusammengebaut haben will. Dann würde komplett für Reinigen, Säurebad, Lackieren und so weiter 600 Euro draufkommen. Ja. Dann, wenn er es montiert haben will, würde jetzt noch der Fall von Kurbelwelle wuchten, Pleuel richten, Pleuel vermessen, Lagerspiel einstellen und so weiter dazukommen, inklusive wuchten. Knapp 1250 Euro für eine Welle mit allen Arbeiten sozusagen an Pleuel, an den Lagern und an auch an das Gewicht anpassen der Teile. Ja, das ist natürlich schon, ich sag mal, schon eine Menge Geld. Ne? Ja. Aber ihr könnt euch, wie gesagt, dieses, ich glaube, das waren sogar drei Teile, die wir dazu gemacht haben. Ne? Ja. Drei Videoteile, es waren halt auch wirklich, es ist halt auch wirklich richtige Arbeit, ne? Ja, weil du fängst ja wirklich bei Null an, nimmst ja jedes Pleuel, guckst als erstes, ob es winklig ist, musst es dementsprechend richten, schraubst es zusammen, misst die Bohrung, machst das Spiel, das gleiche am Kolbenbolzen oben auch. Ja.
und so weiter. Also das ist dann wirklich ein komplett durchgemessener Motor. Ja, das stimmt. Viele machen das, wirklich sehr, sehr viele Kunden. Die Montage machen sie selber. Mhm. Das heißt, ich bearbeite alles durch, ich packe alles in meine Schachteln rein und die Kunden holen das alle so ab und bauen es selber zusammen. Wenn du es jetzt dann final noch zusammenbaust heißt in dem Fall auch einfach nur Kolben reinstecken, Kurbelwelle reinstecken, ja, alles festziehen. 600 Euro, Montage V6. 600 Montage und Aufgabe. Ja, okay. Wenn alles passt. Wenn alles passt. Wenn man irgendwelche exotischen Sachen anliefert und das haut irgendwo an die Ölspritdüsen, dann muss das nach Aufwand berechnet werden, bis es passend ist. Mhm. Ja. Okay. Der nächste Schritt. So viel zum Thema S4-Motor. Ich selber habe auch wieder ein bisschen was dazugelernt. Ist auf jeden Fall bestimmt für einige extrem interessant, um mal so ein bisschen Einblick zu bekommen, was wir hier eigentlich so machen. Jetzt als nächstes, falsch, im nächsten Video seht ihr, wie wir die Böcke hier drunter stecken und wie wir hier durchbohren, holen und so weiter. Genau. Und uns ein bisschen mit Kurbelwellen, Lager, Spiel beschäftigen. Genau. Gut. Bis zum nächsten Mal.